Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Ich nehme den ganzen Scheiß jetzt gerade mit Audia City auf, genau. Und mit Fraps, also nicht mehr mit Panax. Wem es interessiert. Und wir beginnen gleich mit der nächsten Mission. Da ist auch schon und da rennen wir schnell hin. Sollte hier irgendwo ein Pferd sein, dann benutzen wir das auch. Aber Moment, wir hätten ja auch noch eine Hundepfeife. Mal gucken. Ja, die habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich benutzt irgendwie. Wie kann ich jetzt diesen Scheiß benutzen? Mittlere Maustaste. schon bei Part 20 oder so, keine Ahnung. Und noch nie die Hundepfeife benutzt. Richtig geil. Auf E vielleicht? Leertaste. Ja. Moment. Moment, wie komme ich nochmal in dieses Menü rein? T ist es nicht. V ist es auch nicht. Oh Mann. Ein bisschen am Fehlen, Leute. Ah, da habe ich gerade die Hundepfeife benutzt irgendwie. Auf was war das? Moment. Moment. Nicht F. Nein, nein. Nicht V. Aha. Ja, ich stecke gleich auf. Kein Problem, aber ich muss erstmal gucken, wie ich dich gerufen habe nochmal. Ah, Mann. Auf Q geht das gut. Na, auf Q. Genau, muss man halten. Und wie komme ich nochmal ins Menü, um die Sachen zu wechseln? Moment. Auf R geht das. Okay. Da kann man Geld werfen zum Beispiel dann. Giftpfeile. Wir haben irgendwie fast gar nichts hier. Bogen müssen wir uns auch mal irgendwann kaufen. Naja. Okay. Moment, wir rüsten mal lieber hier die Pistole aus. Die haben wir übrigens auch noch nie benutzt. Also, ich habe ehrlich gesagt noch nie so wirklich irgendwas anderes benutzt, außer mein Dingens. Meine versteckten Klingen und so. Also. Wow. Müssen wir mal wieder aufholen ein bisschen, ganz ehrlich. Naja. Auf jeden Fall ist da ein Hase. Ah, Gott. Ich bin echt gespannt, wie die Aufnahme jetzt wird. Ob die Stimme sich vielleicht noch besser anhört oder so. Da bin ich echt gespannt. Manche meinten auch wirklich, von der Bildqualität ist es jetzt noch besser irgendwie durch Fraps anscheinend. Ja, die Story und Fraps unterscheiden sich ein bisschen von der Bildqualität, aber ich finde. Persönlich finde ich die DxStory-Aufnahmen schöner. Naja. Was ist mein Begehren? Moment, ich steig mal kurz ab. Moment, das haben wir gleich. Auf E wartet ja absteigen, stimmt ja. So, Kollege. Guten Tag. Sequenz 7, ein drohender Konflikt. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Okay. Ich folge dir. Aber davor laden wir noch mal kurz das Spiel hier. Ganz kurz. So weiter geht's hier. Was los hier? Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pinker? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengrüße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Boah, ich glaube, das donnert hier gleich oder so, ey. Alter, diese Effekte, ey. Mein lieber Scholli. Mann, 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 Mann. Boah, ey. Hier donnert's aber gleich richtig, ey. Boah, ey, der schlägt ein. Oder sind das Kanonen vielleicht sogar? Ich glaube, das sind Kanonen. Ich gebe nichts auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. Unsere Befehle stammen von Männern, die so weit entfernt sind. Boah. Ey, hier gibt's gleich richtig Krieg, ey. Stell ich doch wenigstens die Hälfte dieses. Moin, bin da.
Alter! Ich gehe jetzt zum Bunker hin! Guten Tag, Gentlemen! General Putnam. Was? Ich suche nach John Putnam. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich diese Flagge auf die Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Das ist ein Deal, Kollege, das ist ein Deal. Na, dann wollen wir mal. Alles recht easy hier. Ha. So. Dann wollen wir mal da gleich hinsprinten. So. Hoppa, die. Jawoll. So, kommen wir denn hier runter? Ne, hier ist unsichtbare Wand, mehr oder weniger. Oh, dann wollen wir mal hier runter. So, und Jappabadu und wir sind tot. Doch nicht. Ich dachte schon, wir sterben jetzt. Wegen Fallschaden und so, aber ne. Hier geht's ja ganz schön rund, alter Falter, leck mir mal die Füße rund, ey. Was geht denn hier ab, mein lieber Scholli, ey. Alter, irgendwie glaube ich die ganze Zeit, ich sterbe gleich. Weiß nicht warum, aber ich sterbe bestimmt hier gleich. Renn doch, hallo, du hängst hier irgendwie. Sag mal, Kollege, das finde ich gerade nicht so geil, was du hier machst. Oh, einfach hier weiter durchlaufen jetzt hier. Ich nehme mal den Weg. Ich glaube, der ist ein bisschen sicherer. Ich glaube es irgendwie. Und pass auf, gleich stürzen hier die ganzen Dächer ein, ey. Oh mein Gott. Oh Gott. Alter. Ja! Oh gut. Alter. Ich frage mich, ob man hier sterben kann. Wegen den ganzen Kanonenkugeln. Oh ja, man kann sterben. Man könnte wirklich sterben. Oh ja. Ja. Hi, na, Kollege. Oh Gott. Ich bin hier gleich tot, ey. Alter Falter, ich bin gleich tot. Oh Gott, Jappabadu, rein da in die Suppe. Und kurz Leben regenerieren, Alter. Das sind überall Rotröcke, ey. Schießen die auf mich? Nein. Nein, die haben euch noch nicht gesehen, zum Glück. Ah, das war ganz schön knapp, ne? Und lieber Scholli, ey, was die da alle raushauen an Kanonen, ey. Leck doch die Henne fett, ey. Mann, oh Mann, Mann. Ja, Warnungssperrgebiet, ich weiß. Aber ich muss ja dahin. Oh, da sieht mich jetzt gerade einer schon fast. Mal kurz nochmal untertauchen. Jetzt sieht er mich nicht mehr, die olle Sackratte. Na, dann wollen wir mal da hochklettern und dann die ganzen Leute da oben erledigen. Kann ich denn hier schon hochklettern? Oh ja, schaut gut aus. Oh ja, darf ich. Da darf ich schon jetzt. Oh, da kommt sogar schon ein Kollege. Der gleich runtergerissen werden will. Ja, machen wir jetzt einfach schnell. Oh. Na, wo ist dein Kollege abgeblieben? Willst du mal gucken gehen? Ja. Ah, ja. Oh, schade. Ich wollte ihn gerade auch runterreißen. Naja. Kommt er vielleicht hier nochmal gucken? Ne. Ach, verdammt, ey. Ah. Da sind soweit zwei. Komm, ich mach mal einfach Rambo hier. So, einfach Rambo hier. Kack drauf. Dauert hier alle viel zu lange hier. Rambo-mäßig vorgehen hier. Ja, bei Badu. So, runter mit dir. Du olle Landrade. Yeah. So, hätten wir das auch erledigt. Alles recht easy, ne? Wo soll man jetzt die Flagge hissen? Achso, da. Müssen wir was machen. Ich dachte, wir müssen jetzt da nach oben. Ah. Schießen die auf mich? Nee, ne. Wird wahnsinnig. Oder wagen sie das doch? Keine Ahnung. Dann treten wir mal zurück und gucken uns diese nette Explosion an. Na? Ja? Oh. Ich habe schon irgendwie gedacht, oder explodiert jetzt das ganze Schiff vielleicht sogar? Oh ja, es explodiert alles. Ich dachte, explodiert nur diese Falltür da und wir müssen da irgendwie rein, irgendwas. Naja. Machen wir den ganzen Scheiß normal. Kein Thema, kein Thema. Oh Mann, ey. Schade, ey. Naja. Was passiert eigentlich, wenn ich mich genau vor der Kanone da
Kletter da. Werde ich dann mitgerissen vielleicht mit der Kanonenkugel? Ja, irgendwie funny. So. Ich stehe auch nochmal hier. Kein Thema. So. Geht doch alles viel schneller jetzt hier. So. Und auch nochmal. Kein Thema, meine lieben Freunde. Jetzt wollen wir das nochmal legen und dann gleich vom Schiff runter. So. Und weg hier und gleich zum nächsten Schiff hier. Yeah! Dann wollen wir uns eben die Explosion hier angucken. Frohes neues Jahr, würde ich mal sagen. Aber das Schiff geht irgendwie nicht unter, was ich gar nicht so schön finde. Naja. Ne, das geht nicht unter, das qualmt nur. Auch cool. Naja, wollen wir mal irgendwann hier aufräumen jetzt. Haben wir eigentlich nebenbei ein Schwert? Ne, ein Schwert haben wir nicht, ne? Ne, das sind diese Waffen. Ne, Schwerter haben wir nicht. Wir haben nur so ein Beil und ja, versteckte Klinge halt. Und kann ich vom Schiff jetzt runterhauen. Zack. Jetzt gucken die jetzt nach. Na, guck nach. Oh, da kommt eine Menge. Oh ja, da kommen auf jeden Fall eine Menge. Die stehen hier aber irgendwie noch. Na egal, scheiß drauf. Rambo-mäßig, ole ole. So. Bams, in die Fresse, Kollege. Ah, willst du angreifen, Kollege? Dann nimm du jetzt hier. Zack. Oh, ich finde die Moves von dem Ball so geil, ey. Allein der hier. Oha, hammergeil. So, dann wollen wir das auch nochmal hier legen, hier. Bisschen pflanzen, so, zack. Und runter da! Hier bei Badu! Und kaboom gleich, ne? Kaboom! Schön. Warte, wir müssen nochmal da drauf. Oh, das finde ich aber ein bisschen blöd gemacht. Jetzt müssen wir nochmal auf ein Schiff drauf. Warum hisst er nicht erst die Flagge und dann explodiert, dass der das alles explodieren? Kapier ich mich. Naja. Dann wollen wir eben nochmal auf diese ganzen Schiffe rauf. Auch gut. Wir können gleich hier hoch, oder? Kann das sein? Ja. Schaut gut aus. Ich hoffe, wir kommen auch hier, wie wir jetzt gerade klettern, so hoch. Ja, ne? Ja, perfekt. So, jetzt da nochmal hoch. Und dann da. Ja, das schaut alles gut aus. So. Jetzt nochmal da und... Oh, ho, 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 ho. Ne, wir müssen da hoch und dann da. Und dann wären wir auch schon oben. Und hissen die Flagge. Yeah! So, wie kommen wir jetzt am besten einfach runter? Ah, Moment. Ich will nicht weiter hoch. Lass dich mal fallen, Kollege. Ich will da, genau. Dann dahin. Und dann dahin. Und dann ja, bei du! Haha! Oh, geil. Alter. Sequenz 7, ein drohender Konflikt. Haben wir schon eine Mission beendet? Achso, wir müssen nicht das, die andere Flagge da hissen. Auch gut. Keine volle Synchronisation geschafft. Einfach mal 3x reingekriegt, aber naja. Scheiß drauf. Wir haben es jedenfalls geschafft. Jetzt sollen wir das Pferd da besteigen. Machen wir glatt. Kein Thema. Wir springen einfach mal drüber. So muss das sein und nicht anders. Boah, Alter. Hier sieht es echt ja, nett aus. Ja. Hier müsste mal aufgeräumt werden. Oh ja. Gut, wo reiten wir denn jetzt hin, Kollege? Reit mal schneller hier. Dauert mir alle viel zu lang hier. Ach, jetzt nach oben, Kollege. Okay, bin unterwegs. Höher! Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren
anderen Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also seid wachsam. Spart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Ei, ei. So machen wir das. Gott verdammt. Geschafft. Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt, fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pinter? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Und hat ein Lager auf Mountain Hill besucht. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du ausgehen willst. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Am liebsten würde ich mich ja einfach da durchschmetzeln, oder müssen wir das jetzt sogar machen? Das Schlachtfeld überqueren, ohne Schaden zu erleiden, das schaffe ich nicht. Ich kriege hier gleich Schaden rein. Aber es ist ja nur ein optionales Ziel. Daher müssen wir das ja nicht unbedingt schaffen oder so. Da habe ich schon Schaden gekriegt von irgendwem. Das ist Feinde deiner? Ne, wollte ich schon sagen. Runter! Los, runter! Jetzt wollen wir hier hin rennen. So, jetzt nochmal da hin. Deckung! Moment, da sind Feinde irgendwie. Ist das ein Feind? Nö. Aber da sind Feinde irgendwie. Hä? Hä? Da ist doch ein roter Punkt. Kapier ich nicht. Die schießen! Hä? Verstehe ich jetzt noch echt nicht. Regeneriert sich auch mal mit meinem Leben jetzt hier, oder? Die Deckung! Hat er jetzt gerade gar keinen Bock mehr. Runter! Los, runter! Ah, oh, na okay. Oh, ich überleb's nicht, ich überleb's nicht. Nein, nein, niemals, dachte ich mir. Warum regeneriert sich auch nicht mein Leben, ey? Was war da gerade? Hä? Da war ein roter Punkt auf der Minikarte, aber da war kein Gegner. Kapier ich nicht. Naja. Alles recht komisch auf jeden Fall. Sag mal. Feind ist in Reichweite! Darüber rennen, auch nochmal schnell Schaden hier nehmen. Muss das sein? Alter, warum nimmt man denn so viel Schaden, ey? Ich weiß gar nicht, ab wann man überrennen soll. Ich weiß es nicht. Es geht los! Oder sagt mir das irgendwie an. Achso, die Schüsse prallen ja da ab, glaube ich. Und dann darf man erst durch, oder auch nicht, glaube ich. Ach, keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe echt keinen Plan gerade. Ich hab wieder so wenig Health. Komm, du schaffst es! Rennen! Ja, nochmal gerade überlebt. Mann, oh Mann, Mann. So, dann wollen wir mal hier umjumpen. Da sind nebenbei irgendwo ein Gegner. Ja, da sind sie. Erledigen? Nee, lass mal stecken. Da sind viel zu viele. Obwohl ich sicher einen riesen Spaß hätte, gegen die alle da anzutreten. Oh Gott, was machst du denn? Warum ist der denn da runtergesprungen, ey? Kapier ich jetzt gerade echt nicht. Oh oh. Ich sollte die Fliege machen jetzt. Oh Mann, ey. Alter Falter, ey. So, jetzt hier hoch. Dann kletter mal, du Kletteraffe. Okay. Kletterst du... Irgendwie hat er keinen Bock. Also hier kommt man definitiv irgendwie nicht hoch. Dann nehmen wir halt den
Baum dafür. Da kommt ein Gegner nebenbei. Wirklich nicht? Ja, hier bin ich doch. Kollege, alle klar. Müssen wir auf den Baum hier hoch oder was? Naja, irgendwie nicht so. Ah. Nehmt hier hoch? Ne. Ich hab jetzt gerade gar keinen Plan, wie man da hochkommt, ey. Ach, hier, einfach lang. So. Und dann zack. Kann man hier weiter hochklettern? Ja, hier geht's komischerweise. Hm, kein Plan. So. Na, kletter weiter. Ja, komm. Go, go, go. Yeah. Und jetzt weiter hier hochklettern. Komm. Los hier. Nochmal nach links hier. Und dann da hoch oder auch nicht, denn er hat keinen Bock anscheinend. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Move war. Ich habe einfach die rechte Maustaste gehalten. Wegen rechte Maustaste halten ist eigentlich immer sicher. Also er springt dahin eigentlich, wo es am sichersten ist. Aber irgendwie, kein Plan. Alles ganz komisch hier. Sollen wir die jetzt hier alle ausschalten? Also wir sollen ja diesen John Heini da ausschalten. Und warum schleicht mein Typ nicht mehr? Fleisch. Ja, komm her. Ja, ich halte dich gleich stealth-mäßig aus, Kollege. Also ich kapiere nicht, warum der mich gerade gesehen hat. Oder warum unser Assassine da auf einmal hochgekommen ist. Weil er recht komisch hier. Also wenn man sprintet, glaube ich, dann kommt er ganz kurz hoch irgendwie. Interessant. Wie schalten wir jetzt den John Pitcairn irgendwas da aus? Schon viel Gegner. Die könnte ich jetzt gleich vielleicht stealth-mäßig ausschalten oder auch nicht. Haben die mich gesehen? Ja. Naja. Wollen wir halt dadurch jetzt rennen. Auch gut. Dann wollen wir mal hier rummetzeln hier. Ja, Kollege. Ist auch nett. Aber der hält leider auch ganz schön viel aus. Oh Gott. Diese ganzen Schießheinis da, ey. So. Alter. Also auf jeden Fall müsste man den Stealth-mäßig, glaube ich, ausschalten. Alter. Ja, okay, Stealth-mäßig irgendwie ausschalten, aber ich habe keinen Plan, wie, ey. Wegen da sind so viele Wachen-Heinis. Luftattentat kann man da nicht irgendwie machen, ne? Bäume habe ich da nicht so wirklich gesehen, wo man hochklettern könnte. Ah, oh Gott. Versteck die Klinge mal kurz auswählen hier. Warum die mich auch alle denn gesehen haben, wo ich den einen Heini da ausgeschaltet habe, kapier ich nicht. Hm. Ich glaube, der Weg wäre sicherer hier rum, als der da. Glaube ich jedenfalls. Bäume kann man wirklich nicht irgendwie benutzen. Da ist auch noch eine Wache. Schön, schön. Da ist dieser John Heini. Luftattentat geht nicht. Wie soll man denn den stealth-mäßig ausschalten? Kann man das überhaupt? Kommt der Kollege jetzt zu mir rüber vielleicht? Da ist zum Beispiel noch einer. Den kann ich nicht ausschalten, der ist so weit entfernt. Alter. Ha. Nochmal Rambo versuchen? Nee, ne? Das wird so nix. Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie. Okay, aber wieder verkackt, doch nicht. Alter. Leider kann man auf denen wirklich keinen Luftattentaten machen, ey. Wenn ich auf den Hans irgendwie einen Luftattentat machen könnte, irgendwie, dann wäre das ja alles recht in Ordnung, aber geht halt nicht. Können wir auf jeden Fall gleich stealth-mäßig ausschalten. Komm mal rüber, Kollege. Kollege. So. Ich gehe mal hier lang. Ich
hoffe mal, das ist so richtig, wie ich das jetzt gerade mache. Müsste gleich irgendwo einer sein. Der kommt aber nicht hier rum, glaube ich, oder? Ne, irgendwie nicht. Komm schon, 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 komm schon! Jawohl. Einfach durchgelaufen, einfach durch eiskalt. So. Wem es interessiert? Die Bäume kann man wirklich nicht irgendwie benutzen, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mal kurz versuchen. Ne. Ach du Scheiße. Ha. Das ist alles geplant, ne? Ich wusste genau, dass die mich jetzt alle sehen und dass ich die erstmal herlocke. Oh Gott, hier ist irgendwo noch einer. Der ist genau eigentlich bei mir, neben mir irgendwie. Oder ist der im Boden irgendwie? Okay, im Plan. Ich versuche einfach mal Rambo-mäßig jetzt drauf. Ah, guck dir das an. Geht ja. So muss man das machen. Okay, verstehe. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcker? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Halla, halla, so ähnlich halt, ne? Achso, wir sollen. Sollen wir jetzt noch wegrennen irgendwie von den ganzen? Nee. Der rennt alleine weg. Gut, gut. Wie kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. WTF, Sequenz 7, die Schlacht vom Bunker irgendwas. Die Mission beendet auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Alter. Interessant, interessant. Und damit hätten wir auch die Sequenz 7 beendet, meine lieben Freunde. Geil, geil. Ja. Ah. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zur Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, für wahr. Dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird.
und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Sequenz 8, Davenport, Siedlung. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung... des Commander in Chief entdeckt ist. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Geht die Mission noch? Ah, gut. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal ganz kurz nochmal hier rein. Moment, hier kurz rein. Achilles, ich bin wieder da, alles erledigt. Nee, Quatsch, beiseite. Ich möchte nämlich was machen hier. Wo ist dieser Kleiderschrank? Kann man irgendwie seine Kleider wechseln oder so? Im Keller wahrscheinlich einfach. Kann ich zum Beispiel mir diese Rüstung schnappen, so eine schwarze? Oh ja, das schaut gut aus. Oh, Kapitänsuniform der Aquila. Damit rennen wir gleich mal rum, ey. Kann ich auch die wechseln irgendwie? Durchsuchen, ja. Also ich muss wahrscheinlich verlassen. Weiter mich da vorstellen. Und dann darf ich mir diese angucken. Nee, ich darf nur diese anziehen. Dann ziehen wir kurz die an. Einfach mal kurz angucken. Boah. Boah. Naja. Nicht der Oberbürger, ehrlich gesagt, also. Nee, die Assassinenmontur gefällt mir da schon auf jeden Fall besser. Ich dachte irgendwie, das färbt sich dann einfach nur schwarz, aber naja. Ich will nicht mit so einem Kapitänshut da rumlaufen, ey. Was können wir hier machen? Untersuchen? Ah, da sind diese Falle werden ausgelegt und Tiere fangen. Sie bestehen aus einer Schlinge, die einen Flock unbefestigt würde. Ich glaube, das ist das, wo man vom Baum her den einen Typen da ermorden kann, glaube ich, oder? Kann man das... Nee, benutzen kann man nicht. Wie kann man denn weiter durchsuchen? Irgendwie kann ich nicht weiterklicken. Auch gut. Ach so, mit da. Geschwindigkeit Stein-Tomahawk. Okay, ich habe keinen Stein-Tomahawk anscheinend, aber der ist auch nicht gerade besser, ne? Und wie ist das hier? Wurfpfeil, interessant. Hä, wie habe ich das denn nochmal gewechselt hier gerade? Ja? Hallo? Also ich kapiere jetzt gerade gar nichts so richtig. Wie kann ich jetzt zwischen den beiden irgendwie wechseln, sag mal?
Irgendwie ist das recht, ja, scheiße gemacht, sag ich mal. Irgendwie kann ich zwischen den Sachen irgendwie gerade nicht so wirklich wechseln. Ich konnte das doch gerade. Naja, scheiß drauf. Was ist das hier? Kriegskeule. Was habe ich dafür liegen gelassen? Okay. Keine Ahnung. Da kam nichts dazu. Was ist denn das hier? Kann ich da was untersuchen? Nein, das ist einfach nur Deko. Und da, eine Pistole. Das sind ganz viele Pistolen. Kurze Distanz, interessant. Und wie kann ich die anderen durchsuchen? Wenn man das überhaupt kann, irgendwie. Nee, kann man glaube ich nicht verlassen. Wir müssen uns ja auch mal hier ein bisschen umgucken, ne? Wartet, das Combo, Schaden gleich, die Geschwindigkeit dafür ein bisschen schlechter. Naja. Nee, Geschwindigkeit ist schon wichtig, wie ich finde. Aber dass man sich da nicht umgucken kann, kapiere ich nicht. Irgendwie ist das komisch. Ich weiß echt nicht, ob das so sein soll. Also ich habe echt keinen Plan. Ich kann halt die anderen Sachen nicht auswählen. Geht nicht. Mit Pfeiltasten oder so. Oder vielleicht mit WASD? Nee. Ha. Nee, keine Ahnung. Geht nicht. Auf jeden Fall werde ich ab hier... Alter, was haben wir denn jetzt da gerade? What the fuck? Guck dir da an, was haben wir denn da für eine Dingenskirchen da? Ah, Moment. Kann das sein, dass es so eine Distanzwaffe irgendwie ist? Nee. Oder haben wir jetzt wirklich irgendwie zwei... Hä? Ich kapiere jetzt gerade gar nicht, was Sache ist, ehrlich gesagt. Wir gehen ganz kurz nochmal raus. Ich werde auch dann gleich auch den Part beenden. Aber ich will mal ganz kurz gucken, was das ist jetzt hier. Holen wir die Waffen raus. Ne, das ist das. Die andere benutzt er irgendwie nicht. Wir haben die versteckten Klingen. Wir haben so ein Beil. Sehr geil. Aber wie kann man zum Beispiel das andere da benutzen? Hm, kein Plan. Ach da, Waffen. Das ist der Stumpf jetzt da. Interessant. Ja. Der mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gefällt. Ja. Na egal, auf jeden Fall werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker, bye.